Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind heute Morgen alle wach. Das Thema Psychiatrie hat uns in diesem Jahr ziemlich beschäftigt, mehr als ich gedacht habe. Aber ich denke, es gibt auch eine ganz hohe Frustration bei den Betroffenen, insbesondere bei den Menschen, die jetzt krank sind, in den psychiatrischen Einrichtungen Hilfe suchen. Und diese Erfahrungen kann ich gut nachvollziehen. Mich hat es sehr erschreckt, als ich gehört habe, wie viele Fixierungen allein in der Uniklinik Frankfurt stattgefunden haben. In eineinhalb Jahren 503 Fixierungen bei 156 Patientinnen. Wir sind sehr gespannt darauf, auf die schon seit einem Jahr dauernden Auswertungen zu den Fixierungen und zum PsychKHG und hoffen, dass die uns bald vorliegen von Seiten der Landesregierung und dass es nicht so lange dauert, bis die Zahlen schön gerechnet sind und dass es auch nicht so passiert wie bei dem Bericht der Besuchskommission zum Maßregelvollzug, weil den kriegen wir überhaupt nicht mehr. Schauen wir uns aber auch die Beschäftigten an. Informationen gibt uns dazu das Versorgungsbarometer von Verdi. Ich habe darüber schon einmal geredet, aber ich möchte es Ihnen in Erinnerung rufen. Drei von vier Beschäftigten haben in den letzten vier Wochen vor der Befragung mindestens eine Zwangsmaßnahme erlebt. Und jeder Fünfte erlebt das in praktisch jedem Dienst. Ungefähr 60% sagen, diese Fixierungen könnten mit mehr Personaleinsatz vermieden werden. Und viele sagen, drei Viertel sagen, mit dieser Belastung werden sie nicht bis zur Rente in dem Beruf bleiben können. Hier müssen die Rahmenbedingungen in der Psychiatrie dringend verändert werden, sonst werden sie überhaupt kein Personal mehr finden. Leider ist die Richtlinie über die personelle Ausstattung der stationären Einrichtungen für Psychiatrie und Psychosomatik des gemeinsamen Bundesausschusses nicht geeignet, den vorhandenen Problemen zu lösen. Gerade gestern haben die Kolleginnen und Kollegen eine ganze Klinik der Psychiatrie in Schlüchtern demonstriert gegen diese Richtlinie, weil sie sagen, die bringt uns nur mehr Bürokratie und keine Hilfe in unseren schwierigen Situationen. Und hier ist wirklich die Landesregierung gefordert, den Bundesgesundheitsminister auch dem Druck zu geben, dass er diese Richtlinie nicht unterschreibt, weiterverhandelt und für eine gute Versorgung in der Psychiatrie sorgt. Aber wesentlich ist für uns, und das ist der wesentliche Bereich, wo die Hessische Landesregierung tätig werden muss, ist der Aufbau der sinnvollen ambulanten Infrastruktur von Krisendiensten. Krisendienste verhindern stationäre Aufenthalte. Sie verhindern Gewalttaten und Kurzschlusshandlungen, Familienkonflikte und vieles mehr. Wir haben uns auch beim Caritasverband in Darmstadt über das äußerst erfolgreiche und sinnvolle Konzept der Krisenberatung und Krisenintervention informiert. Und es gibt Ideen. Es gibt durchaus Ideen für die Struktur eines Krisendienstes für ganz Hessen. Regionale Krisendienstkoordinierungsstellen sollen täglich 24 Stunden geöffnet sein und mit geschulten psychiatrischen Fachkräften besetzt werden. Das Team sollte arbeiten auf der fachlichen Grundlage des Open Dialogue, das heißt, dass systemisch gearbeitet wird und alle Angehörigen, die Bezugspersonen mit einbezogen werden in die Krisenbewältigung. An diese Krisenstellen können sich Menschen in seelischer Not, aber ihre Angehörigen, Betreuerinnen, Ärztinnen, Fachstellen, Polizei, Rettungsdienste, alle möglichen können sich dorthin wenden und Hilfe bekommen. Sie kann beraten und weitervermitteln. Sie kann eine ambulante Krisenbehandlung mit mobilen Einsätzen vor Ort leisten. Und sie kann eine Krisenpension vorhalten für Menschen, die nicht im unmittelbaren häuslichen Umfeld bleiben können. Wenn jetzt eingewandt wird, dass das Land solche Einrichtungen nicht finanzieren kann, dass das alles wieder viel zu teuer ist, sage ich Ihnen, zuerst einmal sind die Krankenkassen daran interessiert, in ambulante Kriseneinrichtungen zu investieren und nicht die wesentlich teureren, höheren stationären Behandlungen zu bezahlen, die dann auch aufgrund der längeren Anlaufzeit häufig zu Chronifizierung der Erkrankung führen. Aber auch Unternehmen haben das Interesse, dass ihre Mitarbeiterinnen seelische Krisen schneller überwinden können.
Und zum Zweiten gibt es auch Möglichkeiten, innerhalb dieses Haushalts Umstrukturierungen vorzunehmen. Mehr Prävention führt zu weniger geschlossenen Einrichtungen. Frau Abg. Böhm, Sie müssten zum Schluss kommen. Ja, dies wäre nicht nur gut für die Landesfinanzen, sondern ganz besonders für die Betroffenen wäre dies ein echter Fortschritt. Danke schön.